YouTube wird abgeschafft, sagen einige. Andere sagen nur Panikmache, Quatsch. Es geht um Artikel 13. Heute sprechen wir mit den Abgeordneten über dieses Thema. Denn in wenigen Wochen muss darüber abgestimmt werden. Und wir nehmen das Ganze jetzt genauer unter die Lupe. Wir haben Sie im September zu Artikel 13 der Urheberrechtsreform im Internet abgestimmt und wird durch Artikel 13 die Upload-Filter eingeführt. Ich habe gegen Artikel 13 gestimmt. Es gab im September verschiedene Änderungsanträge zur Wahl. Ich habe selber die Streichung beantragt, das wurde leider abgelehnt. Ich habe verschiedene Änderungsvorschläge selbst vorgeschlagen und teilweise unterstützt, die Alternativen gebracht hätten, die ohne Upload-Filter ausgekommen wären. Auch die sind leider abgelehnt worden. Die Form von dem Artikel 13, die verabschiedet und die jetzt letzten Endes auch in den Verhandlungen mit dem Rat festgelegt wurde, die kann man ohne Upload-Filter nicht umsetzen. Denn die Plattformen sind direkt haftbar für Urheberrechtsverletzungen ihrer Nutzer. Sie müssen versuchen, für alles Lizenzen zu bekommen. Aber wenn der Rechteinhaber ihnen keine Lizenz geben will, dann müssen sie filtern. Das heißt also, am Filtern kommt eigentlich keine Plattform vorbei, wenn der Artikel 13 so beschlossen wird. Ja, das sind kurze Fragen, auf die nicht notwendigerweise kurze Antworten gegeben werden. Also zunächst mal zur Politik. Ich verstehe natürlich, was Sie fragen und worauf Sie raus wollen. Aber es gibt hier sehr viele Gesetze, die mehr als 13 Artikel haben. Also wenn Sie jemanden fragen, was halten Sie von Artikel 13, dann ist das so ähnlich, wie wenn Sie jemanden fragen, was halten Sie von Gleis 4 und sagen nicht dazu, welcher Bahnhof. Ja? Also es geht um die Frage Urheberrecht. Und da war ich im Sommer letzten Jahres, im Herbst letzten Jahres und ja jetzt noch der Meinung, dass wir wirklich gucken müssen, dass derjenige, der mit geistigem Eigentum, der geistiges Eigentum schafft, dass er davon auch leben kann. Wenn man nicht mehr davon leben kann, geistiges Eigentum zu schaffen, dann wird es kein geistiges Eigentum mehr geben. Und gerade beim geistigen Eigentum ist dieser Kontinent Vorreiter. Ja? Wir schaffen, die Zahlen, da gibt es unterschiedliche Zahlen, 60-70% allen Contents, der weltweit produziert wird, wird in Europa produziert. Wir sind der Contentinent. Und wenn wir Contentinent bleiben wollen, muss man von Content auch leben können, egal ob man Erfinder ist, Softwareprogrammierer, YouTuber oder Influencer. Also wir haben im September gegen die Artikel 13, gegen den Artikel 13 gestimmt. Und ich werde auch in Zukunft dagegen stimmen, ja. Weil es nach meiner Auffassung, und ich habe da auch ein ziemlich gut laufendes YouTube-Video dazu aufgenommen letzte Woche. Das ist über 26.000 Mal, glaube ich, angeguckt worden. Da habe ich versucht zu erklären, dass es kein Widerspruch sein muss, Urheber zu schützen, was ich explizit tue und was ich explizit auch sagen will. Aber bei der Gelegenheit dürfen wir nicht übers Ziel hinausschießen. Ja? Aber übers Ziel hinausschießen würde bedeuten, dass wir, wenn wir eben das so umsetzen, wie es drinsteht, nämlich dass die Plattformen sozusagen die Garantie oder die Haftung übernehmen müssen, wenn Urheberschutz geschützte Inhalte hochgeladen werden, dann kommen die natürlich drum herum, dass sie das eben mit sogenannten Upload-Filtern machen. Und auch wenn das im Koalitionsvertrag so explizit nicht drinsteht, am Ende des Tages zählt das, wie es umgesetzt wird, das ist mein Problem damit und das habe ich auch so offen kundgetan. Und insofern werden wir jetzt dann sehen, wie wir nächste Woche im Parlament darüber abstimmen. Da wird ja darüber abgestimmt, ob wir das Trilogergebnis, also zwischen dem Ministerrat und dem Parlament, die Vereinbarung, ob wir dem zustimmen, ja oder nein. Ich habe schon angekündigt, der Artikel 13 ist für mich eine sogenannte Key Vote, also ein Schlüsselvote. Wenn das nicht durchgehen sollte, dann werde ich auch gegen das ganze Paket stimmen. Aber noch haben wir ja die Hoffnung, dass wir beim Artikel 13 entweder das Ganze rauslöschen können oder dann so verbessern können, dass es dann letztendlich auch annehmbar ist für alle. Also ich glaube nicht, dass Artikel 13 dazu führt, dass YouTube abgeschaltet wird. Aber es wäre bei weitem nicht mehr so, wie wir es heute kennen. Artikel 13 würde eine extreme Rechtsunsicherheit für alle Online-Plattformen schaffen, die kommerziell tätig sind und User-Uploads erlauben.
Die müssten nämlich sicherstellen, dass Urheberrechtsverletzungen gar nicht erst passieren können. Und das ist natürlich extrem schwierig, weil man kann ja nicht alles kontrollieren, was die User machen. Also selbst die Upload-Filter, die teilweise freiwillig von YouTube verwendet werden, sind extrem fehlerhaft und löschen auch häufiger mal legale Inhalte. Und es könnte also sein, dass eine Reaktion darauf wäre, dass man nur noch Uploads von Leuten zulässt, die irgendwie vertrauenswürdig sind. Also das heißt, Leute, die schon ein größeres Publikum haben, die vielleicht eine Firma haben, wo man im Zweifelsfall die Haftungsrisiken weiterreichen kann. Und es gäbe halt viel, viel weniger Content, der von ganz normalen Menschen gemacht wird, die damit nicht ihren Lebensunterhalt verdienen. Und das ist ja eigentlich genau die Vielfalt, die irgendwie YouTube und andere Plattformen ausmacht. Da ist die Frage, wie sehr man es Leuten erlaubt, die mit geistigen Inhalten anderer durch drumherum gruppierte Werbung Geld zu verdienen. Und dafür, was die Plattform eigentlich attraktiv macht, nämlich den Content, nichts dafür entrichten. So, und dann muss man von denen, die Plattformen anbieten, sagen, hey, kauft euch Lizenzgebühren, fragt diejenigen, die Rechte haben, um Erlaubnis und guckt, was ihr dafür bezahlen müsst, aber für Laureisen geht nicht. Es wird ja immer gesagt, dass das Gesetz keine Upload-Filter fordert. Also ich finde es etwas scheinheilig zu sagen, dass weil das Wort Upload-Filter nicht im Gesetzestext steht, dass deshalb keine Upload-Filter gefordert werden. Also auch in einem Gesetz über Dieselfahrverbote steht nicht das Wort Dieselfahrverbot drin. Da steht drin, Plattformen sind haftbar für die Urheberrechtsverletzungen ihrer Nutzer, es sei denn, sie können auf Anfrage des Rechteinhabers verhindern, dass ein urheberrechtlich geschützter Inhalt überhaupt hochgeladen werden kann. Und die einzige Art und Weise, wie sie das tatsächlich verhindern können, ist eben durch den Einsatz von automatischen Upload-Filtern. Denn es wird so viel hochgeladen, teilweise auch in Echtzeit, Livestreams und dergleichen, dass kein Mensch diese ganzen Inhalte überprüfen und im Zweifelsfall blockieren könnte. So, dann ist die Gretchenfrage, ob man da Upload-Filter dazu braucht oder nicht. Wir haben viele Filter. Ja. Also erstaunlicherweise kann Facebook ganz genau unterscheiden, ob auf dem Bild ein Nippel ist oder nicht. Und die können sogar entscheiden, ob der Nippel von einem Mann ist oder von einer Frau ist. Ja? So. Das heißt, die können die Dinge ganz genau unterscheiden. Und ich glaube, man wird dann Instrumente erfinden. Schauen Sie, im Bereich Automobil wird gesagt, ihr müsst so und so viel Schadstoffe, wie ihr das technisch macht, ist egal. Ich glaube, wenn es Rahmenbedingungen gibt, dann wird es auch technische Lösungen geben, die die Freiheit des Internets nicht so einschränken, wie da befürchtet wird. Das Problem dabei ist nur, dass die YouTubes dieser Welt, wenn sie dazu verpflichtet würden, dann eben die Radikallösung auspacken müssen, was dann am Ende des Tages zu Upload-Filtern führen würde. Und wie wir alle ja nachvollziehen können, Upload-Filter können halt nicht unterscheiden, zumindest nach dem jetzigen Stand der Technik nicht, ob das jetzt eine lustig gemeinte Parodie ist, ob das Ironie ist, ob das, was weiß ich, ja. Also das sind solche Dinge, die noch unausgegoren sind, und ich meine nach wie vor, dass man die Rechte der Urheber schützen kann, ohne das Internet in dieser rustikalen Art und Weise zu begrenzen. Absatz 5 in Artikel 13 sagt ja aber ganz klar, dass legale Uploads nicht verhindert werden dürfen. Also eigentlich alles in Ordnung. Die Plattformen werden hier in eine unmögliche Situation gebracht. Also es wird ihnen etwas abverlangt, was technisch eigentlich überhaupt nicht möglich ist. Denn auf der einen Seite müssen sie Urheberrechtsverletzungen verhindern, bevor sie passieren. Auf der anderen Seite dürfen sie keine legalen Inhalte löschen. Aber es gibt keinen Filter, der das wirklich beides schaffen kann. Das heißt also, es wird zu Löschungen auch von legalen Inhalten kommen, weil die Rechtsfolgen, wenn man gegen die eine Vorschrift verstößt, viel schärfer sind, als wenn man gegen die andere verstößt. Also wenn die Plattform aus Versehen einen legalen Inhalt löscht, dann ist das Schlimmste, was passiert, dass es halt ein Beschwerdesystem gibt und dann müssen sie es wieder online stellen. Also da ist der Plattform kein großer wirtschaftlicher Schaden entstanden. Aber wenn sie zu wenig löschen, dann sind sie direkt haftbar und können vom Rechteinhaber verklagt werden. Das heißt, es ist relativ klar, wenn sich diese beiden Vorgaben nicht miteinander vereinbaren lassen, welche von beiden dann für die Plattform wichtiger ist. Könnten Sie mir vielleicht kurz
die Position der SPD im Allgemeinen zu dem Thema näher erläutern, weil es ist ein bisschen unübersichtlich gewesen. Ja, diese Unübersichtlichkeit, die haben sie in Volksparteien häufig, weil es halt Volksparteien sind. Und Volksparteien sind ja letztendlich, werden ja repräsentieren ja von die ganze Bandbreite. Jetzt muss man sich das so vorstellen, natürlich haben häufig Verleger und durchaus auch Künstler das Interesse und bringen sich da auch ziemlich wortgewaltig ein. Es gibt natürlich in der SPD Leute, wobei ich dazu sagen muss, dass wir als SPD-Gruppe hier im Europäischen Parlament uns relativ klar dazu positioniert haben, dass wir Artikel 13 ablehnen. Aber auch trotzdem gibt es Menschen, denen gesagt wird, auch von ihren Verlegern drumherum, die sagen, das musst du jetzt unbedingt anerkennen, weil da der Artikel 11 drin ist und der ist für uns so wichtig. Also da ist es nicht ganz so einfach. Wobei ich aber dazu sagen muss, dass wir dann am 23. März auch als SPD einen Konvent haben werden, also einen großen Parteitag, wo das diskutiert wird. Und wir werden sehen, welche Mehrheit da rauskommt. Ich meine und ich hoffe, dass sich eine Mehrheit dahingehend finden wird, den Artikel 13 nicht in dieser Form zuzustimmen, aber trotz alledem eine Möglichkeit zu finden, die Urheber, den Urheberschutz zu gewährleisten. Unser Vorschlag war es ja schon immer gewesen, eben diesen Artikel 13 entweder rauszunehmen, so in der Form, oder wenn er drin bleiben sollte, dann so zu modifizieren, dass man zum Beispiel eben diese Ausnahmelösung für die kleinen Plattformen, die man ihnen 3 Jahre gegeben hat, also in den 3 Jahren bleibt alles wie beim Alten, aber dann nach den 3 Jahren müssen sie sich auch darum kümmern, also da müssen sie sicherstellen, dass da kein Urheberschutz verletzt wird, dass man vielleicht diese 3 Jahre rausnimmt, dann wären nämlich die kleinen Plattformen wieder raus, dann wären sie wieder safe. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber die SPD hier in Brüssel ist in dieser Frage ziemlich geschlossen. Wir haben auch schon gelesen, dass es eigentlich keine vernünftige Alternative zu diesem Gesetz gibt. Ich glaube, es gibt viele vernünftige Alternativen, aber leider hat niemand in den letzten 2 Jahren der Verhandlungen hören wollen, was wir denn für Alternativvorschläge haben. Also um mit einem ganz einfachen Beispiel anzufangen. Es geht ja bei Artikel 13 um Plattformen, bei denen große Mengen von urheberrechtlich geschützten Inhalten bereitgestellt werden. Ich habe immer vorgeschlagen, lass uns doch wenigstens das Ganze beschränken auf die Plattformen, wo auch wirklich große Mengen von Urheberrechtsverletzungen stattfinden. Weil es gibt ja viele Plattformen, wo hauptsächlich die Urheber selber hochladen. Also solche Dinge wie Patreon zum Beispiel oder DeviantArt, wo viele einzelne Künstlerinnen und Künstler ihre eigenen Sachen hochladen und ganz wenig Urheberrechtsverletzungen passieren. Die sind aber trotzdem vom Artikel 13 betroffen und niemand kann mir erklären, wieso. Die Vorschläge wurden gemacht. Und man kann auch auf Filter verzichten. Man könnte zum Beispiel sagen, Plattformen ab einer bestimmten wirtschaftlichen Größe müssen eine Pauschalabgabe zahlen an die Verwertungsgesellschaften. Oder man könnte sagen, die Plattformen brauchen nur für die Inhalte eine Lizenz, die sie auch monetarisieren, aber nicht für alles. Und dann wäre halt die Konsequenz, wenn man für irgendwas keine Lizenz bekommt, nicht, dass man es sperren muss, sondern nur, dass man halt die Werbung abschalten muss. Also es hätte viele, viele mildere Mittel gegeben, aber leider sind die in den ganzen Verhandlungen zu kurz gekommen. Sie sagen, dass die Plattformen sich um Lizenzen von allen Urhebern bemühen müssen. Also dann auch von uns, wie viel könnten wir denn für so eine Lizenz verlangen? Ja, also das ist total richtig beobachtet. Urheberinnen sind wir alle. Also wenn ich was Kreatives geschaffen habe, zum Beispiel ein Interview geführt, dann halt habe ich die Rechte daran. Und der Artikel 13 unterscheidet da überhaupt nicht. Ich glaube, was die Befürworter von Artikel 13 gemeint haben, war, man soll sich mit der Musikindustrie einigen. Also halt die großen Rechteinhaber, die Verwertungsgesellschaften und so weiter. Und also es gibt zumindest für manche Arten von geschützten Werken die Vermutung, dass die Verwertungsgesellschaft sie vertritt. Wenn man aber als Urheber selber an eine Plattform herantritt, dann könnte man auch sagen, hier, ich möchte bitte, dass ihr eine Lizenz mit mir abschließt und das ist der Preis, den ich verlange. Und da müsste dann ein Gericht im Zweifelsfall entscheiden, ob dieser Preis angemessen war oder nicht. Aber das Problem daran ist, dass die Plattformen
solche einzelnen Verhandlungen mit allen möglichen Urheberinnen und Urhebern gar nicht machen kann und insofern völlig unklar ist, also was kann man eigentlich von so einem Plattformbetreiber verlangen und werden dann kleine Plattformen im Zweifelsfall nicht einfach abgeschaltet, weil die Kosten und auch der Aufwand viel zu hoch sind. Könnten Sie uns vielleicht sagen, was aus Ihrer Sicht ein Kritikpunkt an Artikel 13 wäre und wie Sie ihn entkräftigen? Also da war die Rede davon, dass die Jungen, die Kleinen, die wenig Umsatz machen, dass die da keine Chancen mehr haben, sich zu entwickeln. Dem wurde Rechnung getragen, indem Akteure, die sich unterhalb bestimmter Umsatzgrenzen bewegen, dass die davon befreit sind. Klar ist, wenn die erfolgreich sind, wird irgendwann die Frage kommen, was bist du bereit denn dafür zu entrichten? Aber ich denke, da wurden jetzt ausreichend Kompromisse gefunden, die dem Rechnung tragen, was in Kritik vorgetragen worden ist. Es wird den Gegnern auch oft vorgeworfen, von Konzernen wie Google gesteuert zu sein. Was sagen Sie dazu? Ich glaube, der beste Gegenbeweis, dass es sich hier um eine Google-Kampagne handelt, sind die vielen Leute auf der Straße, die rufen, wir sind keine Bots. Also ich habe diese Vorurteile schon sehr lange gehört. Und erst wurde gesagt, ja, die ganzen Leute, die E-Mails schreiben, das ist eigentlich irgendwie von Google inszeniert und die Leute gibt es überhaupt nicht. Dann hat man festgestellt, doch, die gibt es. Dann hieß es, ja, alle Tweets, die über Save Your Internet und Artikel 13 twittern, die kommen alle aus Washington DC. Dann hat man festgestellt, dass das überhaupt nicht stimmt und dass einfach die Analyse-Software, mit der diese Analyse durchgeführt hat, automatisch davon ausgeht, dass englischsprachige Tweets aus Washington DC kommen. Und also es werden immer wieder solche Märchen erzählt. Aber ich meine, man sieht doch die Leute auf der Straße und dass es die interessiert. Und ich glaube, man muss das einfach ernst nehmen. Also wenn man irgendwie auf der einen Seite möchte, dass junge Leute zur Wahl gehen, sich politisch engagieren, dann kann man nicht in dem Moment, wo sie das tun, sagen, ach, ihr seid von Google aufgehetzt oder so. Was sollten Bürger tun, wie hier, die sich mehr in die europäische Politik einmischen wollen? Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass man Europaabgeordnete vergleichsweise leicht kontaktieren kann. Also wir kriegen weniger Anfragen als zum Beispiel die Bundestagsabgeordneten. Und ich kann das eigentlich allen nur empfehlen. Das heißt, also man kann die Abgeordneten anrufen, man kann auf Wahlkampfveranstaltungen gehen und dort konkret Fragen stellen. Das ist sogar, glaube ich, das Effektivste, weil da hat man immer die Abgeordneten selbst vor Augen und nicht noch irgendwie Mitarbeiter dazwischen oder so. Insofern, ja, geht auf die Wahlkampfveranstaltungen, redet mit den Abgeordneten über die Themen, die euch wichtig sind und macht denen klar, dass ihr wählen gehen werdet und dass sie eure Stimme brauchen. Ich glaube, man kann sagen, dass der Artikel 13 ein gutes Beispiel dafür ist, dass der Bürger sich durch die politische Gesetzgebung nicht repräsentiert fühlt. Also was glauben Sie, was muss sich ändern? Der Bürger, die Einbindung des Bürgers oder vielleicht die Gesetzgebung? Ja, also ich glaube, im Bereich Urheberrecht sind es schon die Gesetze, die irgendwann einfach mal angepasst werden müssen, weil es ist ja einiges viel zu kompliziert und alle, die selber irgendwie im Internet kreativ tätig sind, die wissen, dass durch diese Gesetze niemand mehr durchschaut. Und ich glaube, was schiefgegangen ist bei den Verhandlungen über die Urheberrechtsreform, ist, dass man Medienunternehmen viel zu viel Raum gelassen hat, irgendwie ihre Wunschliste abzuarbeiten und nicht alles davon ist im Sinne der Allgemeinheit. Ich glaube, dass der politische Prozess transparenter werden muss. Also ich habe versucht, immer Zwischenstände der Verhandlungen auf meiner Website zu veröffentlichen, aber es ist relativ kompliziert, so einem Gesetz von Anfang bis Ende zu folgen. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass in Zukunft auch die Europäische Kommission mehr auf öffentliche Konsultationen und dergleichen hört, wenn sie Gesetze vorschlägt. Weil es gab 2013 schon eine große Umfrage, was möchtet ihr am Urheberrecht ändern? Da haben tausende Leute teilgenommen, auch viele junge Leute. Und leider wurden die Ergebnisse davon größtenteils ignoriert und es wurde dann halt doch das vorgeschlagen, was irgendwie die Verwertungsgesellschaften wollten. Wir sitzen hier in Brüssel am Bahnhof. Über den Artikel 13 ändert sich jeden Tag etwas. Es wird viel darüber diskutiert.
Wir haben sogar auch gehört, dass der Artikel 13 bald zu einem Artikel 17 werden könnte. Wenn ihr mit dem Artikel 13 nicht zufrieden seid, wäre es eine tolle Idee, am 26. Mai zu der Wahl zu gehen und denjenigen zu wählen, der so tickt wie ihr. Lasst ein Abo da und schreibt in die Kommentare, was ihr von dem Artikel 13 haltet.